Biotope im Naturgarten. Die erste Folge dreht sich um den Lebensraum Teich. Und ich versuche ein bisschen zusammenzufassen, was für Tiere hier leben, ein bisschen Inspiration zu vermitteln, ein Input zur Anlage und ein paar Literaturempfehlungen. Genau, wer lebt hier am und im Teich? Vielleicht kann man es auf der Grafik sehen. Der Frosch bewegt sich ein bisschen. Hier leben Feuersalamander, Bergmolche, die blau-grüne Mosaikjungfer, Frösche, Kröten. Und ganz wichtig, im Naturgarten gibt es keine Fische im Teich, weil hätten wir Fische, hätten wir keine Libellenlarven. Und die hätten wir gerne oder die wollen wir gerne haben und haben wir hier auch. Was wird im Teich geboten? Der Teich bietet Lebensräume für unterschiedliche Bereiche. Wir haben Tiefwasserbereiche, wir haben Flachwasserbereiche, Sumpfbereiche und Randbereiche. Und an jedem dieser Bereiche gibt es unterschiedlich dafür angepasste Pflanzenarten. Das sind jetzt mal ein paar Bilder, wie es so aussehen kann mit einem bepflanzten Naturteich, mit und ohne Einfassung. Das habe ich auf einer Reise gefunden. Das fand ich eine sehr gute Idee, wenn man gerne die Schönheit und den Lebensraum als Teich nutzen möchte, aber für Tiere oder für Kinder eine Sicherung braucht, damit die nicht in den Teich fallen. Das war jetzt ein sehr geometrisches Becken, das so eingefasst war. Ich fand es sehr gut gelungen, weil dem Teich geht nichts verloren und es ist trotzdem ästhetisch und kein Absperrgitter in dem Sinne, sondern ja, nimmt die Bewegung des fließenden Wassers mit auf. Das ist jetzt mal ganz formal mit geschnittenen Hecken und auch ein ganz formales Teichbeet. Ist aber auch okay. Also wenn man einen Garten hat oder so lebt oder das gerne so klar und strukturiert mag, warum nicht? Das gefällt mir sehr gut, weil es mehrere Dinge zeigt. Also man kann Teich auch einfassen mit den wenig ästhetischen Betonplatten. Man hat mehrere Funktionen erfüllt. Es gibt, die Platten liegen zum Teil im Wasser, zum Teil oberhalb des Wassers. Es gibt verschiedene Stufenebenen, auf denen Tiere sitzen können, trocknen können, Sonne tanken können. Und es gibt Nischen. Und das finde ich ein sehr schönes Recyclingobjekt. Genau, der hat da auch gewohnt und ja, war so freundlich, sich einmal für das Foto zur Verfügung zu stellen. Ja, genau, hier gibt es nochmal was zu sehen, was wirklich wunderschön ist. An jedem Teich im Randbereich, also wo es noch feucht genug ist, der Blutweiderich, blüht lange schön, die Blüten kann man essen. Ja, und ist auch ein hoher Blüher. Also ich bin so 1,65 groß und naja, also je feuchter das ist, das schafft der Blutweiderich auch von der Wuchshöhe. Hier ist eine Libelle zu sehen. Und hier kommt einmal eine Übersicht über einen Gartenteich im Querschnitt, wo man das ganz gut sehen kann. Das tiefe Wasser unten mit den Schwimmpflanzen, dann das Flachwasser, in dem es sehr viel mehr Pflanzen gibt, kann man ja auch schon sehen. Im Tiefwasser gibt es vielleicht ein, zwei Arten. Im Flachwasser gibt es viel mehr. In der Sumpfzone gibt es dann noch mehr und im Randbereich, ja, noch mehr. Also die Seerose, es gibt auch noch die Sikanne, die eignen sich für das flache Wasser. Wenn man jetzt sowas Schönes hat, so schön angelegt mit einer tiefen Zone und mit Steinen, die das am Ende einfassen im Randbereich, wie pflegt man das? Also die Teichpflege braucht in den ersten Jahren ein bisschen Aufmerksamkeit, weil man mehr Nährstoffe hat als Wasserpflanzen. Das heißt, wenn der Teich mehr Nährstoffe produziert als Pflanzen, das umwandeln können, dann bilden sich viele Algen, wie man auf dem Bild auch gut sieht. Und man muss die Algen regelmäßig abkeschern, abfischen, abrechen. Das Herbstlaub muss raus. Und wuchernde Pflanzen werden radikal entfernt. Sie kommen ohnehin wieder. Und für Naturteich bietet sich an, wirklich alle 5 bis 15 Jahre den Bodenschlamm abzusaugen. Und bester Zeitpunkt für Teichpflegearbeiten ist November bis März. Wenn man einen Schwimmteich hat, also einen Naturteich, den man als Schwimmteich nutzt, ist der Zeitraum, in dem man den Bodenschlamm absaugen muss, kürzer. Dann hat man so vielleicht 3 bis 5 Jahre, in dem man daran muss, damit man da drin auch noch baden mag. Bepflanzung für Teiche, aber ja,
Und zwar habe ich hier versucht, mal, sofern das auf dieser, so einer kleinen Übersicht möglich ist, die einzelnen Bereiche ein bisschen zusammenzufassen und zu gucken, was wächst denn da im Tiefwasser, Hornkraut, Seerose, Seekanne, im Flachwasser, Hechtkraut und Schwanenblume. In der Sumpfzone, da gibt es dann schon sehr viel mehr, Iris, Schlangenknöterich, Wasserdost, Blutweiderich, Taglilie, Trollblume, Jakobsleiter, Sumpfwolfsmilch, Märzenbecher und viele mehr. Und in der Randzone Bachnelkenwurz, Beinwelk, Kuckuckslichtnelke. Das ist nur eine Übersicht. Hier unten auf dem kleinen Bild sehen Sie die Trollblume. Und hier noch ein paar Impressionen hier von uns am Teich. Hinten in der Mitte der Blutweiderich, vorne die Iris und die Schwertlilien und der Wasserdost hier im vorderen Bild. Der Bereich ist allerdings unscharf. Genau, dann gibt es hier noch ein paar Bilder. Und Literaturempfehlungen zum Gartenteich. Das eine ist Lebensraum Gartenteich, das andere ist eines meiner Lieblingsbücher von Dr. Reinhard Witt, Natur für jeden Garten. Man findet zu allen Lebensbereichen was, man findet viele Vorschläge, kann ich Ihnen nur ans Herz legen, wird sich im Rahmen dieser Vortragsfolge auch auf jeder Literaturempfehlungsseite wiederholen.